Ducati V4 Street Fighter, hier ist Name Programm. Das hat sich Ducati natürlich auch auf die Schultern geschrieben und hat für 2023 eine neue Waffe rausgebracht. Sie ist nicht ganz neu, aber ein bisschen modifiziert. Was hier alles angegriffen wurde, von was kann man profitieren, was ist gut, was ist schlecht, das geht es jetzt in dem nächsten Beitrag. Kilo und 208 PS, das sind die Grunddaten von der neuen V4 Street Fighter. Ist jetzt nicht großartig anders zum Vorgänger, es wurden aber im Detail sehr viele Änderungen durchgeführt, um eben das Fahren nicht nur auf der Rennstrecke, als auch auf der Straße etwas angenehmer zu gestalten und für jeden Fahrer einen Mehrwert zu bieten. Was hat man alles gemacht? Grundsätzlich hat man es sehr ähnlich gemacht wie beim Vorgängermodell. Man hat von der Panigale die Teile herangezogen, man hat das Chassis mehr oder weniger mit dem Motor unverändert hier für die Street Fighter herangezogen und hat nur leichte Modifikationen gemacht, die eben für einen Street Fighter wichtig ist. Man kann leider nicht ganz so einfach von einem Superbike nur die Verkleidung abnehmen und eins zu eins einen Street Fighter draus machen, weil man eben durch die fehlende Verkleidung das Problem hat, sehr viel Auftrieb zu haben. Man hat eine sehr aufrechte Sitzposition durch den höheren Lenker und dadurch ergibt sich immer eine gewisse Instabilität bei den Street Fightern, die man natürlich auf andere Weise kaschieren muss, weil man möchte ja nicht ab 150, 160 permanent in ein Pendeln reinkommen. Und da hat Ducati sich einiges einfallen lassen. Man hat ähnlich wieder beim Vorgänger die Flügel bisschen optimiert und größer gemacht im Vergleich zur Panigale und nebenbei noch eine längere Schwinge verbaut. Das ermöglicht alles mehr Gewicht auf das Vorderrad zu bringen, zum einen durch diesen längeren Schwinge und den längeren Radstand und zum anderen durch den Anpressdruck der Luft, die wir durch die Winglets bekommen. Das ergibt dann wirklich ein präziseres Fahrverhalten und wie sich gezeigt hat, macht sich das auch wirklich sehr positiv bemerkbar. Wenn wir beim Chassis schon sind, bleiben wir vielleicht kurz dabei. Man hat im Vergleich zum Vorgänger, auch wieder wie bei der Panigale, den Schwingendrehpunkt um 4 mm erhöht. Das ergibt automatisch eine etwas steilere Schwinge. Der Hintergrund dafür ist, dass man eben mehr Support beim Rausbeschleunigen aus der Kurve haben möchte. Es ist so, dass man, wenn man steilere Schwingenwinkel fährt, hat man, wenn man beschleunigt, eher den Effekt, dass das Fahrzeug nicht so weit hinten einfedern möchte. Ab einem gewissen Winkel hat man sogar das Gegenteil, dass beim Beschleunigen das beginnt auszufedern. Aber das ist schon bei sehr steilen Schwingenwinkeln der Fall. Es gibt auch eine kritische Schnittmenge, weil man kann es nicht immer steiler machen, weil irgendwann verliert man den Grip am Hinterrad. Und auch die Dosierbarkeit der Leistung und des Grips am Hinterrad wird immer schwieriger, je steiler der Schwingenwinkel wird. Deswegen kann man das nicht ins Uferlose treiben. Man hat hier aber mit dieser Abstimmung relativ gut ins Schwarze getroffen und das funktioniert sehr gut. Man kann, man merkt es auch bei der Panigale, ist ja ähnlich gewesen auf 2022 mit dem neuen Modell. Durch den höheren Schwingendrehpunkt kann man hier bessere Radienverhalten erzeugen. Man kann enger in der Kurve bleiben und das macht sich auch hier bezahlt. Was vielleicht offensichtlich ist für den eingefleischten Streetfighter-Fahrer, merkt es vielleicht optisch schon, man hat den Tank angepasst. Der Hintergrund dafür war, dass man mit den Oberschenkeln einen besseren Kontakt zum Tank bekommt und etwas mehr sich am Tank abstützen kann. Der vorige Tank war etwas bauchiger in diesem Bereich
und hat es etwas schwerer gemacht, hier guten Kontakt zu haben, besonders auf der Rennstrecke in Schräglage, wo man sich hauptsächlich mit dem Oberschenkel auf der Außenseite noch ein bisschen abstützen kann. Und das hat man hier recht gut hinbekommen. Man hat ja, weil ja dadurch das Tankvolumen kleiner werden würde, den Tank noch weiter verändert und hat ihn dann dadurch weiter unter die Sitzbank reingezogen. Also der Tank, wenn man so schauen möchte, der geht ungefähr bis hierher. Und hat es so geschafft, trotz der schlankeren Silhouette in dem Bereich, einen Liter mehr in Summe an Tankvolumen zu generieren. Hat natürlich einen riesen Vorteil, wenn man auf der Landstraße unterwegs ist und man noch irgendwo bis zur nächsten Tankstelle kommen möchte, hat man hier einfach mehr Reserven. Für die Rennstrecke ist auch ein großer Benefit, eben durch diesen besseren Knieschluss am Tank tut man sich natürlich auch leichter, das Motorrad gut zu dirigieren und auf Richtung zu bringen oder zu halten. Also hat sich wirklich positiv bemerkbar gemacht. Das nächste, was man von der neuen Panigale übernommen hat, ist die Elektronik. Die Elektronik samt Display. Das war ein sehr guter Schachzug, weil gerade für die Rennstreckenfahrer bietet das einiges an sehr netten Features. Man hat mit dem neuen Display nämlich die Möglichkeit, eine sehr nette Benutzeroberfläche sich zurechtzimmern zu können, beziehungsweise hat schon einen Preset vorgegeben, wo man die unterschiedlichen Fahrmodi recht gut einstellen kann. Nicht nur das, man sieht auch recht gut, welches System derzeit gerade eingreift. Wir haben ja bei Ducati sehr viele Fahrhilfen mittlerweile, die im Hintergrund für einen wirken. Man hat die Wheelie Control, die Traction Control, die Slide Control und Engine Brake. Ja, also mit diesen vier Systemen kann man sagen, kann man recht gut spielen da draußen und sich das Motorrad mehr oder weniger maßschneidern, so wie man es gerne hätte oder braucht. Und da ist es dann oft nicht uninteressant zu wissen, wenn man irgendeine Einstellung zu aggressiv hat oder zu stark hat, wo zu viel Regelung eingreifen würde, welche von diesen vielen Regelungen, es sind ja mittlerweile schon viele, welche von denen greift gerade ein? Und das hat Ducati sehr nett gelöst. Man hat im Display jedes der Fahrhilfen direkt im Blickfeld und sieht aufgrund des Aufleuchtens der jeweiligen Fahrhilfe, welche gerade zuständig ist für den aktuellen Zustand der Eingriffe. Und das hilft besonders beim unerfahrenen Fahrer, etwas herauszufiltern, wo die Eingriffe stattfinden und wenn es einem zu viel ist, wo muss ich reduzieren. Im richtigen Rennstreckenbetrieb hat man meistens einen Datalogger noch dran, der einem hilft, das herauszufiltern. Ist hier vielleicht ein bisschen übertrieben. Der eine oder andere Rennstreckenfan wird es deswegen sehr zu schätzen wissen, wenn man gerade sieht, welches System gerade eingreift und die Leistung reduziert. Möchte ich nämlich an dem Punkt nicht so viele Eingriffe haben, ist es bei der Anzahl der Regelungen gar nicht mehr so einfach herauszufiltern, welches greift nein. Und genau da setzt das an. Das Display ist generell im Race-Modus recht gut übersichtlich strukturiert. Man hat die wichtigsten Parameter sofort im Blick und hilft einem automatisch auch optisch das gut einsehen zu können. Auch wenn man auch dazu sagen muss, auf der Rennstrecke ist es nicht ganz ein leichtes Manöver, permanent aufs Display zu schauen. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon aus Erfahrung wissen, aber trotzdem vielleicht erkennt man aus dem Augenwinkel heraus, welches System gerade eingreift und kann dann eben im Hintergrund diese Werte dann abändern und so platzieren, bis man wirklich eine feine Regelung hat. Wenn wir schon bei der Elektronik sind, bleiben wir kurz bei den unterschiedlichen Power Modes. Da hat sich auch ein bisschen was geändert, auch ebenfalls von der Panigale übernommen worden. Die Power Modes, es gibt vier Stück davon. Wir haben Full, wir haben High, wir haben Medium und Low. All diese vier greifen auf unterschiedliche Fahrpedal-Kennfelder zurück. Das bedeutet nichts anderes als unterschiedliche Ride-by-Wire-Einstellungen. Das heißt, was macht die Drosselklappe bei einer bestimmten Öffnung des Gasgriffes? Und hier habe ich eigentlich eine sehr weite Range. Ich habe sie alle probiert. Man muss sagen, man kann ohne Probleme auch den ganz scharfen Modus hier einsetzen, weil der trotzdem sehr weich ans Gas geht. Hier hat man wirklich großen Wert drauf gelegt, dass der trotzdem gut fahrbar bleibt. Also man kann das ohne Probleme verwenden. Der einzige Manko, der sich vielleicht gezeigt hat in diesem Modus, ist, dass wenn man
die Willi-Kontrolle ausschaltet und man das alles manuell regeln möchte, ist es nicht ganz so einfach, den Willi besonders bei sehr großen Drosselklappenöffnungen exakt regulieren zu können. Ist jetzt nicht weiter dramatisch, weil man kann das getrost der Willi-Kontrolleinrichtung überlassen, die sehr gut funktioniert und die sich um diese Sachen kümmert. Man hat auch mehrere Einstellungen natürlich bei den unterschiedlichen Fahrhilfen. Man kann hier unter verschiedenen Levels wählen. Und hier findet, glaube ich, jeder eigentlich eine ganz gut passende Einstellung. Ich bin es komplett ohne den Hilfen gefahren und natürlich mit den Hilfen gefahren, um zu sehen, wie gut ist das Basiskennfeld in dem Fahrzeug drinnen und wie stark vermischt sich das mit den Fahrhilfen. Und da muss man schon sagen, die Fahrhilfen sind mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau. Zeigt sich quer durch die Bank von vielen Herstellern, dass da viel gearbeitet wird. Man hat hier zum Beispiel bei dem Fahrzeug mittlerweile, was die Willi-Kontrolle anbelangt, nicht nur mehr die Informationen, wie weit ist das Motorrad schon bereits abgehoben vorne am Vorderrad. Man erkennt auch die Beschleunigung mittlerweile. Also man hat nicht nur die Gyrosensoren, sondern auch die Beschleunigungssensoren im Fahrzeug drinnen. Und man weiß ja ungefähr, bei welchen Beschleunigungswerten das Motorrad beginnt abzuheben. Und somit kann man schon, bevor der Willi überhaupt beginnt, der Vorgang einzusetzen, kann man schon die Leistung etwas reduzieren, um es komplett zu vermeiden, das Vorderrad abheben zu lassen. Weil das ist grundsätzlich ja genau der Punkt, den ich erreichen möchte. Denn hebt das Vorderrad einmal ab, ist es immer komplizierter, das wieder wegzuregeln, ohne Einbußen beim Vortrieb zu haben. Deswegen geht man hier sogar schon einen Schritt weiter und versucht da mehr oder weniger schon eine Vorhererkennung zu gewährleisten. Und das funktioniert wirklich gut. Also man kann mit den unterschiedlichen Einstellungen von der Willi Control, Traction Control und Slide Control hier sich eigentlich alles zusammenzimmern, was man sich so vorstellt. Auch ohne den Fahrhilfen lässt sich das Fahrzeug recht gut fahren, obwohl 208 PS da trotzdem der Motor freigibt. Und das ist schon für mich immer ein gutes Zeichen, dass die Basisentwicklung in eine gute Richtung gelaufen ist. Ich habe schon öfters Fahrzeuge gehabt, wo du ohne Traktionskontrollen oder Fahrhilfen das Fahrzeug nur schwer kontrollierbar war. Das ist hier nicht der Fall. Also man kann auch bis auf den Full Power Mode, kann man hier mehr oder weniger auch getrost das Fahrzeug ohne den ganzen Hilfen in Betrieb nehmen. Für die Racer unter euch wird es vielleicht noch ein sehr interessanter Aspekt sein, und zwar, wenn es darum geht, die Übersetzung ändern zu wollen. Bei vielen Fahrzeugen ergibt es ja nach wie vor oft Probleme, wenn man auf stark unterschiedliche Reifendimensionen geht oder andere Übersetzungen hier in Verwendung hat. Da hat Ducati auch eine sehr saubere Lösung gefunden. Man kann hier, wenn man die Übersetzung gewechselt hat oder zum Beispiel andere Reifendimensionen fahren möchte, gibt es einen eigenen Calibration-Modus, wo man eben diese geänderten Sachen einfach mal kalibrieren kann. Das passiert recht einfach. Man hat den Zugriff übers Display. Man kann dieses System aktivieren, diese Kalibrierung, und braucht dann nur in einem gewissen Geschwindigkeitsbereich für circa 10 Sekunden gerade da ausrollen, und dann hat das System alle geänderten Daten automatisch gespeichert, und somit hat man auch keine Einbußen, was die Qualität der Regelungen, besonders der Fahrhilfe, mit sich ziehen würde. Und das, finde ich, ist ein wirkliches Gimmick, auch für den einen oder anderen Straßenfahrer vielleicht nicht uninteressant, weil die Grundübersetzungen von den Fahrzeugen doch sehr lange ist, und so wie es zumindest bei uns in Österreich ist, ist man mit über 130 km/h meistens schon in der Illegalität, und deswegen ist vielleicht auch für den einen oder anderen Straßenfahrer nicht ganz uninteressant, die Übersetzung zu kürzen. Und darauf aufbauend macht es natürlich Sinn, dann auch die ganzen Fahrhilfen und Fahreinstellungen auf das kalibrieren zu können. Beim Fahrwerk hat sich auch noch ein bisschen was getan. Wir sind ja heute die S-Version von der V4 gefahren. Es gibt es ja in drei Konfigurationen. Es gibt die V4 Standard, die V4S und die SP. Unterscheiden tun sie sich also zwischen der Standard und der S grundsätzlich mal. Der wichtigste Merkmal ist hier auf jeden Fall das Fahrwerk. Das ist ein komplettes Öhlins-Fahrwerk, ein elektronisches, wo man auch automatische Justagen vornehmen kann. Also die ECU erkennt die Fahrlage und die Fahrposition und kann im Dynamikmodus, wie sich das nennt,
die Fahrwerke nochmal ein bisschen anpassen während der Fahrt. Das heißt, man muss sich somit als Fahrer jetzt keinen großen Kopf mehr machen. Ist es die Druckstufe, ist es die Zugstufe, die ich verstellen muss? Hier kann man sich schon mal ganz gut auf den Regelalgorithmus verlassen. Der funktioniert auch nicht schlecht. Ich habe den besonders hier auf dem Circuit Andalusia, wo man ja eigentlich das erste Mal sind, also für mich ist es das erste Mal und die Rennstrecke ist ein, man kann sagen, richtig prädestiniert für Fahrwerksjustagen und Fahrwerksarbeiten und weil man hier verschiedenste Fahrsituationen hat, meistens oft Kurven, die enger werden, die sich noch einziehen, das sind alles ganz wichtige Indizien, wo man sieht, wie funktioniert das Fahrwerk, wie ist das Feedback vom Vorderrad und das funktioniert in dem Dynamikmodus schon recht gut. Ich muss sagen, ich habe es ganz gern, wenn ich mir das dann speziell nochmal hinstellen kann. Spricht natürlich auch ein bisschen eine Erfahrung mit, die ich in den Jahren angesammelt habe. Der eine oder andere wird sich vielleicht glücklich schätzen, wenn er die Dynamikregelungen aktiv lässt, weil er sich dadurch eigentlich keinen Kopf machen muss und es funktioniert auch gut. Es ist nicht so, dass das große Mankos hat, es ist vielleicht da und dort, würde ich es mir dann ein bisschen anders wünschen. Aber die Möglichkeiten habe ich dann, in den manuellen Modus zu wechseln und hier mal das Richtige rauszupicken und die richtigen Justagen zu treffen. Der nächste Unterschied zwischen der Standardvariante und der S sind die Räder. Hier kommen leichtere Räder bei der S-Version noch zu tragen. Wir gewinnen hier circa 1 Kilo Gewicht, ist zwar jetzt nicht ganz so viel in Summe gesehen, allerdings mit den rotierenden Massen ist das dann schon spürbar, auch im Handling. Was noch hinzukommt, ist eine leichte Lithiumbatterie. Damit gewinnt man dann auch nochmal ein bisschen an Gewicht oder verliert besser gesagt an Gewicht. Und das trägt natürlich auch nochmal zur kompletten Fahrdynamik bei. Ja, ein paar Highlights gibt es natürlich auch noch. Es gibt hier für die Racing-Fans eine spezielle Doppelrohr-Auspuffanlage, eine hochgezogene, die hier links und rechts vom Heck jeweils herauskommt. Für mich ein absolutes Highlight, schaut optisch mördergut aus, gefällt mir sehr gut und hebt die Leistung nochmal auf satte 220 PS. Also das in einem Street Fighter, muss man sagen, ist schon eine richtige Hausnummer. Einschränkend muss man dazu nur erwähnen, dass diese Anlage natürlich wieder nur für Rennstreckenbetrieb ist. Für die Homologation auf der Straße ist es natürlich nicht ganz mehr möglich, weil auch die Geräuschentwicklung dementsprechend laut wird. Der Preis für die Anlage wird dementsprechend hoch sein. Ich würde es euch gerne sagen, kann ich es nicht, weil es konnte mir hier soweit keiner noch Auskunft geben über das Teil. Aber erfahrungsgemäß wird man schon relativ weit in die Tasche greifen müssen. Ob das jeder von euch will, ist sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Option, die man sich überlegen kann. Und derjenige, der sich leisten kann bzw. leisten möchte, kann auf das zugreifen und hat somit die volle Power und auch den akustischen Background. Ja, all diese Modifikationen, muss man sagen, sind jetzt nicht riesig ausgefallen, was aber gar nicht notwendig war, weil auch der Vorgänger mittlerweile schon auf einem sehr guten Level war. Man hat einfach da und dort nochmal nachgeschärft, man hat die Erfahrungen, die man aus der Panigale rausgezogen hat, wo ja der Produktwechsel vor einem Jahr war, vor 2022. Hier hat man die Informationen rausgezogen und hat es eben in die neue V4 Street Fighter einfließen lassen. Und das merkt man beim Fahren wirklich gut. Der höhere Schwingendrehpunkt um 4 mm macht sie wirklich bezahlt. Das ist wirklich gut gelungen. Wir haben für so ein starkes Motorrad eine sehr gute Fahrstabilität. Man kann wirklich bei hohen Geschwindigkeiten trotzdem das Gas voll öffnen, ohne hier in groben, ich sag mal, Instabilitäten zu kommen oder in eine Pendelneigung zu bekommen. Das ist gut gelöst. Wichtig sind natürlich hier auch die Flügel. Die Flügel machen bei ca. 270 km/h schon fast 30 Kilo an Abtriebskraft aus. Und das kann man sich vorstellen, merkt man natürlich enorm, gerade beim Street Fighter. Ob der Street Fighter jetzt genau das Richtige für die Rennstrecke ist, muss er jeder für sich selber entscheiden, weil man natürlich mit ein paar Nachteilen zu kämpfen hat im Vergleich zu einem Superbike. Superbike mit einer kompletten Verkleidung macht es natürlich etwas kommoder, besonders auf die Geraden. Wir haben hier auf der Geraden am Andalusia Circuit so um die 270, 280 km/h zusammengebracht und da merkt man natürlich den Winddruck auf so einer unverkleideten massiv. Und da versteckt man sie dann schon ganz gern mal hinter irgendeinem Windschild oder einer Verkleidung, die eben das Leben dann mehr oder weniger deutlich leichter macht. Zusammenfassend kann man vielleicht nur erwähnen,
Das Fahrzeug ist trotz der schieren Leistungswerte und der Daten sehr einfach zu fahren. Also ich denke, vom Anfänger bis zum wirklich guten Fahrer kann hier jeder profitieren. Auch die Optionen, die angeboten werden, beziehungsweise die Fahreigenschaften, die sich hier mit den Modifikationen ergeben haben, helfen fast der ganzen Bandbreite an Fahrern. Mir persönlich gefällt einfach ein Street Fighter mit einem V4-Motor sehr gut, weil auch das Auftreten vom V4, besonders mit der Zündfolge, es ist ja keine komplette symmetrische Zündfolge, es zünden immer zwei Zylinder 90 Grad versetzt und dazwischen ist immer dann eine größere Lücke. Dadurch hat es fast einen Charakter von einem V2-Motor, also man hat ein bisschen den Charakter vom V2 mehr oder weniger versucht hier beizubehalten. Was gut gelungen ist, das gefällt mir ganz gut. Das Fahrzeug zieht über den ganzen Bereich sehr gut durch. Man hat sehr hohe Drehmomentwerte, auch bei niedrigen Drehzahlen mittlerweile schon erreicht, was besonders für einen Straßeneinsatz wichtig ist. Und hat auf der anderen Seite aber noch exorbitant hohe Drehzahlen bis knapp 15.000 Umdrehungen. Und das ist schon sehr anständig für so ein Fahrzeug. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Einblick über die neuen Modifikationen hier geben können. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, sehr paar nette Kommentare dazu schreibt, dann bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei von der Partie bei den nächsten Produktvorstellungen und den Neuheiten. Also bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal, wünsche euch alles Gute und ciao, ciao.